Komm, komm mit. Komm mit. Und hier, du kommst auch mit. Und hier, du kommst auch mit. Oh! Da! Was geht mit dem? Was geht mit dem? Er ist verrückt. Natascha ist verrückt. Schon wieder! Jetzt muss ich dich doch mal down kriegen! Die vermisst mir hier das ganze Spiel. Dadurch spiele ich jetzt hier schon eine Stunde und habe nichts erreicht. Nichts! Oh, Mann! Ich krieg so einen Hals bei der! Oh. Natascha! Natascha! Was ist da oben jetzt los? Was ist da oben jetzt los? Klar, das haben die schon. Natürlich. Und was macht ihr? Was macht ihr? Greift doch hier mal an. Der Hawk ist gleich tot. So, jetzt ist er tot. Und jetzt ist unsere Gelegenheit. Shield, Shield, stirb. Yes. Komm, jetzt knallen wir ihn weg. Kommt schon, bitte. Was macht ihr da? Wieso geht ihr da nicht rein? Das sind doch diese Soldaten, die da reingehen können. Oh, so, jetzt. Ja, sie gehen rein, sie gehen rein. Ja, bitte. Und, ich kann gleich hier was nehmen. Ja, oh mein Gott, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. So, jetzt hier auch ein paar. Losschicken. Und du geh da mal so. Aber Abflug. Mach einen Abflug. Hau ab. Verzieh dich zu deiner Basis. Hau nur ab. Ihr sollt auch abhauen. So, jetzt muss ich hier schnell irgendwelche Verteidigungseinheiten bauen. Hau ab, sagte ich. Boah, die kommt einfach her und. Ich dreh grad. Nein, wieso bin ich gestorben? Das Teil sollte mich doch aufheilen. Nein, Hawk, mach was. Hawk. Oh, mit der Leertaste kann ich zur anderen Einheit schauen, zum anderen Außenposten. Wo ist dieser Hawk? Wo ist dieser Hawk? Jetzt haben wir das verloren. Wir waren schon so gut. Wir waren schon so gut. Oh mein Gott, wir waren schon so verdammt gut. Alter Schwede. So, was baue ich jetzt? Hier, komm, Seeker. Ich bleibe jetzt hier einfach stehen und verballere meine ganzen Punkte. Du erobere was. Du erobere was. Und du erobere was. Ich hoffe wirklich, dass sich jeder am Anfang da so dumm anstellt und nicht nur ich. Das kann es ja wirklich nicht sein, dass das hier normal ist, dass man hier so schlecht spielt. Aber ich glaube, ich muss ganz ehrlich sein, wenn ich jetzt nochmal... Wenn ich mein Leben nochmal leben könnte. Du Schilling, was würdest du machen, wenn du dein Leben nochmal leben könntest? Also ich glaube, dass ich da nicht so schlecht wäre. Wenn ich jetzt alles nochmal machen könnte, mit der Erfahrung, die ich jetzt schon ein bisschen habe. Die war ja natürlich. Sterb doch. So, ich muss mir kurz einen Masterplan überlegen. Was macht der Hawk? Der will hier irgendwas erobern. Hier sieht es auch zappenduster aus. Hier rechts unten sehe ich einen roten Punkt, aber weiß nicht, was da abgeht. Longhorn und einen Soldier. So, kann ich die jetzt alle drei mitnehmen? Soll sich ausgehen. Komm, Soldier, du passt auch noch drauf. Soldier, bitte! Oh, der ist zu schwer. Schade, ging sich dann doch nicht mehr aus. So, dann erobern wir das hier mal. Komm, das sieht so leer aus. So, leer und verlassen. Ja, na wirklich, das ist auch leer und verlassen. Ha! Oh, da ist hier nur ein kleiner Stützpunkt, aber ich kann mich hinter dem verstecken. Das gibt's nicht. Ich packe es gerade überhaupt nicht. Der glaubt doch beinhart, der macht hier überhaupt keine Verteidigung und glaubt, ich merke das nicht. Okay, er hatte recht, ich habe es auch nicht gemerkt. Aber, Mann. So, jetzt erobern wir das doch gleich mal. Dam-da-dam. So, schnell noch was holen. Wo ist dieser Stützpunkt? Ich finde den nie. Hier ist noch ein viel näherer. Kommt mit, drei, meine Freunde. Ein vierter geht ja auch noch rauf. So, schnell. Go. Run to the center, Go, go. Nein, jetzt sind die wieder da. Aber ich habe euch gleich, meine Freunde. Oh, der Hawk ist schon wieder hier. Ah, der Stützpunkt da. Wieso greift der mich an? Komm, ich hau dir mal eine ordentliche Schelle übers Ohr. Stirb. Ist er tot? Nein, ich bin gleich tot. Jetzt ist er tot. Ja, wir haben den Stützpunkt. Okay, jetzt ist unsere Chance vorzudringen. So, hier hole ich mir die. Schick die da nochmal alle vor. Und neu bauen. So, jetzt mache ich euch mal hier ein bisschen Probleme. Haha, wie ist das, hä? Wie gefällt euch das? Boah, die knallen die aber schnell weg. So, jetzt greifen wir diesen Stützpunkt an. Wir
Wir greifen ihn an. Wir hoffen, dass es niemand merkt. Wir greifen ihn an und hoffen, dass es niemand merkt. Die laufen wirklich an mir vorbei. Die merken es wirklich nicht so. Okay, gleich bin ich tot. Aber ich baller hier nochmal ordentlich drauf, was geht. Und komm. Yes! Ja! Wow, es ist doch viel einfacher als gedacht. Man muss sich einfach nur was trauen. Das gibt's nicht. Man muss da einfach nur ein bisschen probieren und sich was trauen. Oh, jetzt komme ich in Fahrt. Also, bitte anschnallen, meine Damen und Herren. Jetzt komme ich so richtig in Fahrt. Komm noch mit. Die hängen da schon wieder mal ab. Ja, was macht ihr? Ja, ich hänge nur so ab. Verstehst du? Ich hänge da nur so ab. So, das kannst du mal ganz schön vergessen. Du Panzer. Ja, denn ich habe... Nein, viel zu viele. Viel zu viele. Ich stelle mich hier als Blockade hin. Hawk, geh weg. Schnell, ich muss irgendwas produzieren. Was produziere ich? Boah, ich habe keine Punkte, oder? Doch, ich habe Punkte. Kommt mit. Verteidigung. Schnell, ich muss was bauen, bevor die das wegknallen. Longhorn und einen Abwehrturm. Angreifen. Boah, jetzt wird's echt actionreich. Sterb! Nahkampf! Wieso wechselt der manchmal? Ich wollte jetzt gar nicht wechseln. Boah, was schickt denn der da los? Schnell, heil mich. Nein, ich bin tot. Was macht der Hawk? Hawk, komm bitte, komm mir zu Hilfe. Flieg darüber, bitte. Wir sind schon so knapp bei ihrer letzten Basis. Hawk. Oh, ich kann noch was bauen, einen Turm. Hawk, bitte, nein. Wir waren schon so verdammt gut. Ich bin schon so gespannt auf die Statistik am Ende. Da wird sicher stehen irgendwie, dass ich krass gefailt habe. Bin mir sicher, sowas steht da irgendwo. Boah, mein Gott. Das ist unglaublich. Aber das ist noch, sie ist noch neutral. So, schnell, nehme ich hier mit. Nochmal bauen. Ich will nicht zu weit reisen. Jetzt kommt ein Turm her. Bitte. Ich hoffe, das sieht noch nicht zu schlecht aus. Oh, es sieht schon schlecht aus. Es sieht schon ganz schlecht aus. Aber der Hawk ist da. Endlich sehe ich den mal in Action. Das gibt's nicht. Das ganze Spiel suche ich ihn. Sterb. Hawk. Der andere Hawk. Diese Namensgleichheit sorgt für Verwirrungen. Alter, was hatten die da für Verteidigungen? Nein, wieder 20 Sekunden warten. Wo fliegt er hin? Wie kann ich mir den Hawk anschauen? Kann ich irgendwie zu dem wechseln? Steuerung, ich drücke schon alles durch, irgendwie alle Tasten. Wow, was habe ich jetzt aktiviert? Oh, mit der Taste H kann ich hier so die Pfeile, dass ich mich da besser auskenne beim Schauen. Aber das brauche ich jetzt erstmal nicht. Ah, diese Türme bewegen sich nicht. Das ist uncool. Was brauche ich jetzt? Seeker, noch ein Seeker. Greift alle an. Und wir stürmen vor. Stürmt vor, noch ein Tor. Schilling will die Runde endlich gewinnen. Oh, wow, die waren ja hier fleißig. Die waren ja hier aber mal sehr... Und er schickt schon wieder drei hin. Oh. Schnell, ich muss vier produzieren. Soldat. Und wo kommt er eigentlich? Hat er hier seine Basis? Oh, ich dachte, das ist unsere Basis. Deshalb, oh, sobald die mal die Basen verlieren, geht es erst so richtig ab. So, jetzt nehme ich vier mit. Kommt zu mir. Oh, ich habe erst drei. Einer geht noch. Oh, ich lasse die hier die ganze... Ich klicke mich hier die ganze Zeit. Ich lasse die hier alle los. R. So, hier ist die Taste R. So, jetzt nehmen wir das ein. Jetzt nehmen wir es ein, glaube ich, oder? Es ist wieder neutral. Eins, zwei. Nein, einer wird fehlen. Doch, wir haben's. So, und jetzt darf ich keinen Blödsinn machen. Jetzt muss ich Verteidigungstürme hier bauen. Geh weg, Hawk. Lass mich in Ruhe. So, hier kommt jetzt ein Verteidigungsturm her. Dann, der wird auch hier auf Verteidigen gesetzt. Noch ein Seeker. Oh, ich habe keine Punkte mehr. Oh, jetzt habe ich keine Punkte mehr. Kommt noch einer. Und jetzt knallt die mal weg. Jetzt habe ich hier ordentlich Verteidigung. Also das müsste jetzt mal aber dicke reichen, oder? Und jetzt stürmen wir da auch vor, würde ich meinen. Wieso halten die so viel aus? Hat die irgendwie aufgelevelt? Das kann ich gerade nicht glauben. So, was baue ich jetzt? Jetzt habe ich Punkte. Noch ein Seeker. Soldat. Und du wirst angreifen.
was kommen die alle? Aber ich glaube, ich muss mich da reinstellen, weil ich kann mich aufheilen. Meine Einheiten heilen sich irgendwie nicht so wirklich auf. Alles, was geht. Jetzt zieht... Oh, wir haben die jetzt schon so zurückgedrängt. Also, wenn die jetzt noch gewinnen, wenn das jetzt nicht gleich in ein paar Minuten zu Ende ist, dann weiß ich auch nicht. Also, dann hänge ich meine Karriere als Transformer an den Nagel. Ich glaube, dann kann ich es wirklich vergessen. Wo rennen die hin? Das habe ich euch doch gar nicht gesagt. Das, ihr sollt doch da nicht alle zurückrennen. Ihr sollt angreifen. Wo rennt ihr hin, meine Lieben? Ich schicke die auf Angreifen und die rennen ins Gebäude. Wieso machen die das? Wieso macht... Jetzt baue ich was anderes. Ihr könnt mich mal. Ich schicke euch auf... Was mache ich? Ich schicke euch auf Angriff. Und die laufen da rein. Wieso macht ihr das? Hallo? Wieso redet keiner mit mir? Ihr seid zwar Roboter, aber ihr habt sicher so ein Betriebssystem, dass ihr irgendwie mit mir kommunizieren könnt. Hawk, verschwinde. Ich schwör's dir. Wieso geht... Jetzt geht er zum Boden, jetzt wechsle ich und er fliegt weg. So ist es jedes Mal. So ist es aber jedes Mal. So, jetzt habe ich aber genug hier ge... Ey, schon wieder da. Jetzt verzieh dich mal. Okay. Oh, jetzt nehme ich den Seeker. Und das wird hier alles auf Angriff geschickt. Aber alles auf Angriff. Du stirbst. Boah, wie viel hat denn der jetzt gebaut? Sagt mir das mal jemand. Wie viel baut der Junge? Das werde ich nie schaffen, wenn ich hier so vorgehe. Vor allem, kann mir jemand erklären, was mein Kollege macht? Wo ist der? Jetzt ist er da. Den müsste man irgendwie rufen können oder ihm sagen. Yo, Junge, du musst genau das machen. Weil der macht nicht wirklich das, was ich möchte. Macht einfach mal vorne ein bisschen mehr Druck. Boah, jetzt macht er mir aber auch Druck. Nicht so viele. Hau ab, Mann. Ich habe keine Lust mehr auf euch. Ich will... Oh, Heilung. Ich brauche Heilung. Ich brauche verdammt viel Heilung. Seeker, Patcher. Wieso baue ich die eigentlich? Ich glaube, die sind verdammt schlecht. Oh, wie schön wäre es denn, wenn man selbst ein Bot ist. Die können ja wirklich hier alles machen. Die haben so viel Ahnung vom Spiel. Das gibt es gar nicht. Oh. Hallo? Jetzt fliege ich dir nach. Ich schwör's, ich fliege dir so weit nach. Und oh, nein, 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 nein. Natascha, ich kill dich. Ich kill dich jetzt. Du bist schon so knapp. Hawk, stirb jetzt. Bitte stirb doch endlich mal. Ja, jetzt ist er tot. Und ich glaube, die Gelegenheit müssen wir jetzt nutzen. Schnell irgendwas bauen. Seeker, wieso kann ich den Panzer nicht bauen? Wo sind meine Punkte? Ich brauche mehr Punkte. Ach Gott. Need more Punkte. Mit ganz viele Moorpunkte. Natascha, verzieh dich in deine Hölle zurück. Wie er da einfach nur dasteht und angreift. Und wegfliegt. Nein, ich verfolge dich. Er ist tot. Ja, 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 ja. Komm schon. Ich brauche Punkte. Gib mir Punkte. So, Angriff. Oh, wir zerstören ja hier schon so richtig was von denen. Jetzt bleibe ich hier auch mal ein bisschen und knall da drauf. Wow. Eins gegen eins, komm schon. Komm her, Duell. Duell. Wow, nicht killen, nicht killen, nicht killen. Ich bin ein Guter. Nicht töten. Oh, 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 oh. Oh, oh. Die haben hier die komplette Basis da weggeknallt. Jetzt muss ich diese Türme da bauen, aber ich habe keine Punkte. Wie viel kostet der? 7000 kostet der. Na, wenn es nicht mehr ist. Na, wenn es nur das ist, dann ist ja alles in Ordnung. 7000 nur, das geht ja. Oh, 100? Oh, der gibt nur 100. So, jetzt habe ich 6000. Ich brauche wieder Verteidigungstürme. Am Anfang hatte ich so viele Punkte, ich wusste gar nicht, wohin damit. Und jetzt sind es viel zu wenige. Was ich jetzt natürlich machen könnte, glaube ich, wenn man so ein bisschen mal überlegt. Oh, erstens mal könnte ich mich hochheilen. So, und ich glaube, ich könnte zu meinen Basen am Anfang fliegen. Oh, ich sollte Soldaten bauen. Ich könnte zu meinen Basen am Anfang fliegen. Und von dort die Einheiten einfach rüber transportieren, wenn ich keine Punkte habe. Hey, die sind wirklich schlau, diese Bots. Der fliegt einfach hinter mich. Nein, jetzt haben sie meinen Kollegen getötet. Und der hat einen fetten Panzer. Ich will auch so einen. Woher hast du den? Cheater! Hacker! Cheater! Was bist du?
ist alles. Oh, das sind die Lebenspunkte von der Hauptbasis. Yes. Wuhu, schon langsam geht er down, schon langsam geht er down. Wahrscheinlich ist das... Hey, pass mal auf, was du da machst. Wahrscheinlich ist das allereinfachste Level. Und ich brauche hier schon länger als eine Stunde. Aber ich muss sagen, so eine actionreiche und spannende Stunde hatte ich wirklich schon... Oh, schon lange nicht mehr in dem Game. Boah, diese... Was sind das denn für Geschütze da? So einen Longhorn bauen wir mal. So, ein Longhorn, bitte zum Mitnehmen. Mitnehmen oder gleich essen. Oh... Ihre Basis verliert schon Leben. Aber wie gesagt, so eine lange, spannende Runde in irgendeinem Game hatte ich schon lange nicht mehr von Anfang an direkt. Gleich. Also da auch noch. Komm mit, greifen kann. Komm mit. Ich habe wirklich Punktemangel. So, was ich jetzt mache. Ich hoffe, der Kollege schafft das jetzt mal alleine. Erstmal. Ja, Hawk ist tot. Natascha auch. Nein. Okay, ich fliege da jetzt mal zu irgendeiner anderen Basis. Oh, hier steht ja so viel Zeug herum. Ich nehme das alles mit. Komm, kommt noch rein. Passt hier niemand mehr rein? Oh, kann ich nur einen mitnehmen, oder was? So, dann setze ich hier auf Angriff. Und nochmal auf Angriff. Wo fliege ich noch hin? Ich hole mir jetzt alle Einheiten. Ich weiß nicht, ob das so schlecht ist oder gut. Und, oh, die rauchen schon. Kann ich da noch eine mitnehmen? Sieht nicht so aus. Ah, ich schicke einfach alle auf Angriff, weil die stehen hier nur so faul herum. Ist doch vielleicht schlecht, weil dann keine Verteidigung mehr da ist. So, noch so einen Seeker und noch einen Seeker. Aber wenigstens passiert dann da mal was. So, hier. Oh, das sind alles Türme. Okay, das ist nicht so gut. Ich habe noch Punkte. Bekomme ich eigentlich auch Punkte für das, was mein... Wow! Hey, was ist da los? Bekomme ich eigentlich auch Punkte für das, was mein Freund macht oder nicht? Also mein Freund ist ein Bot. Oh mein Gott, mein Freund ist ein Bot. Das muss man sich mal live vorstellen. So viele Freunde hat man hier. Ein Bot ist mein Freund. So, jetzt rücken wir aber nochmal vor. Jetzt versuche ich, die fliegen ja hier immer her. Einfach die umzulegen, sobald die da wieder vorfliegen. Denn dann ist die Gelegenheit. So, Natascha, komm auch noch her. Jawohl, sie kommt her. Natascha! Nein, die... Oh, jetzt hat sie es geschafft. Double Kill. Okay, jetzt... Das muss jetzt was werden. Komm schon. Die können jetzt 20 Sekunden lang nichts machen. Und... Angriff, Eroberung. Wir müssen das jetzt erobern. Ich schwör's euch. Wir müssen es. Was? Wozu... Ah, ich habe noch einen. Ich denke mir die ganze Zeit, wieso kann ich nicht zum Transformer wechseln? So, jetzt komm her. Oben. Jetzt ist mein Freund tot. Aber wir rücken schon so nah vor. Boah, ich bin gleich tot. Heil dich. Nein. Nein. Oh. Ich glaube, sein Schakal ist auch nicht so schlecht. Boah. Amen. Bitte. Wieso steht hier so viel Zeug herum? Das brauchen wir doch alles nicht. Rückt mal hier vor. Hey, wieso? Aber Moment, Leertaste? Okay, diesen Tipp kennen wir schon. Wieso produziert der hier automatisch was? So, ich nehme jetzt alle mit und schicke die alle auf Angriff. Die muss man einmal aufheben und dann auf Angriff schicken. Aufheben, auf Angriff schicken. Aufheben, auf Angriff schicken. Oh Gott, so und jetzt hoffentlich. Also mit diesen ganzen Leuten muss das was werden. Es muss einfach. So, aufheben, auf Angriff schicken. Aufheben, auf Angriff schicken. Es ist echt krass. Meine Finger bluten da gleich. Muss man wirklich... Boah. Wie weit sind wir da jetzt schon? Diese komischen Verteidigungseinheiten müssen da sterben, die automatisch die Raketen da abfeuern. Apropos Raketen, ich vergesse eigentlich viel zu oft, meine Raketen einzusetzen. Was ich viel öfters machen sollte. Jetzt stirb endlich mal. Natascha, wo fliegst du hin? Double Kill. Double Kill, jetzt geht's ab. Jetzt geht's los. Oh, ich habe hier kaum mehr Verteidigungen. Wenn ich diese Basis verliere, das ist dann ganz schlecht. Also was Schlechteres könnte ich mir nicht vorstellen. Weil die ist momentan meine einzige irgendwie, wo ich da die ganze Zeit mir die neuen Leute da hole. So, und jetzt. Da brennt ja schon alles. Da kann es ja gar nicht mehr zugehen. So, diese Türme müssen wir da unbedingt wegknallen. Kann man die gar nicht? Die kann man, glaube ich, gar nicht erledigen. Das finde ich etwas nervig. Oder kann man die doch erledigen? Boah, ich bin... Nein, Hawk, das war knapp. Kann man...
Diese, oh, ich kann ich hier auf der Karte irgendwie herum? Man kann diese Türme gar nicht erledigen, glaube ich, weil normal, wenn man Schaden macht auf einen Gegner, dann leuchtet der so ein bisschen so. Dann blinkt der so weiß. Aber das war hier jetzt nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob das dann gar nicht geht. Longhorn Schaden Seeker. Ich habe überhaupt noch nicht herausgefunden, wer hier irgendwie der Beste ist, was hier am meisten Schaden macht. Ich baue da irgendwie alles, worauf ich gerade Bock habe, einfach zu. Nein, die haben es erobert! Nein, das gibt's nicht! Das war mein. Oh, mein Wichtigstes. Oh, wir haben es wieder. Hey, das ging ja schnell. Wir haben es schon wieder. Immer wieder, immer wieder, immer wieder erobert der Schilling. Bleibt jetzt mal hier. Und wie sie immer wie die größten Feiglinge zurücklaufen. Wirklich, wie kann man nur so feige sein? Und wieder hin, was hinlegen und Feigling, zurück, 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 stirbt. Nein, Raketen kommen gleich. Boah, es ist wirklich, wenn man schießt, bewegt man sich viel langsamer fort. Deshalb schaffen die es auch jedes Mal, da zu flüchten. Hey, was glaubst du eigentlich? Der steht hier ganz chillig. So, Verteidigungsturm. Jetzt spare ich für den Verteidigungsturm erstmal, um diese Basis zu verteidigen, dass es nicht nochmal passiert hier. Bleib, 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 bleib stehen! Kaum sehen die mich, flüchten sie wieder. Aber es geht langsam, aber sicher, gehen die Lebenspunkte von denen runter. Aber auch wirklich nur sehr langsam. Boah, so eine lange Runde. Ich hätte nie geglaubt, dass das hier so lange Runden sind. Ich glaube, vielleicht habe ich mir da auch mit dem. Oh, der Turm ist fertig. Vielleicht habe ich mir da auch mit dem 2 vs. 2 irgendwie was zu langes ausgesucht, oder ich weiß es nicht. Ich hätte geglaubt, 10 Minuten, vielleicht 20 Minuten, dann ist so eine Runde zu Ende. Ich meine, man kennt sie ja auch von League of Legends, das sind ja auch, also so 30 Minuten, glaube ich, ist das schon mindestens eine Runde. Oder genauso StarCraft und so Sachen. Ich meine, ich will das jetzt nicht direkt mit den Spielen vergleichen, aber doch, ein wenig Ähnlichkeit herrscht da schon. Aber ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das so lange hier dauern kann. Wir müssen den mal wieder umlegen. Jetzt entkommst du mir nicht! Yes! So, 20 Sekunden haben wir mal Ruhe von diesem nervigen Tier. Namens Hawk. So, jetzt die auch noch bitte. Rakete! Und sie ist in der Heilung. Sie ist in der Heilung. Das erinnert mich irgendwie an MMORPGs. Da flüchten auch immer alle zu ihren Safe Spots, wo man nicht angegriffen werden kann. Ja, ja, so ist es hier auch. Bleib jetzt mal hier. Bleib jetzt mal hier, ich schwör's dir. Ich flieg dir. Oh, und sie ist in der Heilung. Alter Schwede. Es ist wirklich. Es geht ziemlich. Oh, jetzt ist er tot. So, was mache ich jetzt? Seeker. Okay. Und ich habe keine Ahnung. Ich geh mal von der Seite hier. Ich weiß nicht. So, probieren wir es mal von hinten. Ja, da ist es chillig. Mich stört niemand. Ich kann da draufballern, als gäb's kein Morgen. Mann, wie geil ist das denn? Alter Schwede, sieht mich hier keiner. Leute, schaut mich an. Ich rotze eure Basis weg, als wärt ihr der letzte Dreck. Ich rotze eure Basis weg. Und ich kann im Hintergrund da auch noch was bauen, obwohl ich nicht mal dort bin. Ich rotze eure Basis weg, als wärt ihr der letzte Dreck. Die Natascha steht direkt neben mir und checkt aber mal überhaupt nichts. Oh, so geht's also. So, jetzt Moment. Hau ich mal kurz ab. Schnapp mir hier sowas. Stell 2 von denen da mal hin. So, einen nehme ich mit. Dum, di, dum, 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 da, dum, 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 dum. So, bleib hier und greif an. So, jetzt habe ich schon 2. Junge, greif an! Junge! Was steht der nur so blöd rum hier? Du sollst angreifen. Wie nah muss der hier stehen? Ist der dumm? Was machen die nicht? Das habe ich jetzt aber nicht so ganz verstanden. Wieso greift der nicht an? Vielleicht hätte ich den in einen anderen Modus schicken sollen. Aber sie sind schon auf der Hälfte ihrer Lebenspunkte. Hier wird ihnen die Gesundheit und der Status des Schutzschildes der gegnerischen Festung angezeigt. Oh yeah. Schilling is on the move. Wozu ist hier eigentlich einer von den Roten? Das muss mir auch mal jemand erklären. So, ich brauch härtere Geschütze. Ich baue jetzt 2 Türme. Und diese. Ich nehme jetzt die Türme mit da einfach.
Kann ich noch einen zweiten? Kann ich noch irgendwas mitnehmen? Nein! Komm, ich nehme den Turm da jetzt mit. Und flieg rundherum. Ganz leise sein. Nicht so laut, nicht so laut, nicht so laut. Ganz leise. Und werde den jetzt hinter ihrer Festung platzieren. Und er wird für Schrecken... Wow! Für Schrecken sorgen. Ja! Greift jetzt die ganze Zeit an. Oh, jetzt gehen sie down. Jetzt gehen sie down. Nein, ich gehe auch gleich down. Heilung! So, jetzt nehme ich noch einen Turm mit. Okay, einen platziere ich vielleicht hier zu verteilen. Wieso stehen die alle nur herum? So, noch einen. Ganz leise gehe ich rundherum und platziere dann noch einen Angriffsturm. Ich bin noch nicht entdeckt worden. Ich bin noch nicht entdeckt worden. Alles in Ordnung. Alles im Grünen. Oh, wieso wechselst du immer, wenn ich nicht wechsle? So, jetzt Natascha und tot! Der zweite ist ja auch irgendwo und tot! Yes! So, jetzt knallen wir da drauf. Dum, dum, da, dum. Wieso machen die nichts? Kann mir das jemand erklären? Wieso macht ihr nichts? Ihr sollt doch die Basis hier. Die machen nichts. Das sind die größten Versager. Ich glaube, das gibt's nicht. Wieso machen die nichts? Ihr sollt was tun. Ja, jetzt greifen sie an. Oh, die greifen anscheinend nicht die Basis an, sondern einfach nur die Gegner. Okay. So, aber ich hole mir jetzt nochmal ganz schnell. Unauffällig hier. So, einen Turm, den platziere ich lieber sicherheitshalber nochmal hier. Man weiß ja nie genau. So, jetzt nochmal um die Ecke. Durch die Hecke und um die Ecke. Und wo? Oh, der ist schon wieder tot, mein anderer Turm. Aber egal. So, jetzt wird hier mal draufgerotzt. Ha, der bleibt einfach nur stehen. Okay, jetzt sucht er Heilung. Oh! Das Teil ist jetzt schon komplett kaputt, aber man kann noch drauf schießen. So, jetzt, ich glaube, ich habe ein sehr gutes Gefühl bei der... Hallo? Du sollst hier auf dir? Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei der Sache. Und er stirbt und er... Zum Glück ist er so schlecht. Also wenn es jetzt echt ein anderer Spieler wäre, ich glaube kaum, dass der so einfach nur herumstehen würde. So, und der greift die ganze Zeit an. Ich meine, das ist schlecht, weil die in der Heilung stehen. Habe ich nichts... Nein, er greift den Turm an! Ich stelle mich vor ihn! So kann ich ihn schützen. Und er fliegt zurück und heilt sich. Aber das ist egal. Du hast verloren. Schwert, Schwert, Schwert. Dum, 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 dum. Gleich ist er down. Wow, das war eine Mission. Länger als eine Stunde habe ich gebraucht, um das zu schaffen. Aber das ist wirklich... Also nicht so eher so Casual Game, sondern... Hardcore würde ich es auch nicht sagen. Aber es ist... Wow. Echt krass. Also wer da wirklich viel Ahnung hat, würde mich, glaube ich, in 10 Minuten wegbabbeln, dass ich überhaupt, dass ich keine Chance hätte. Innerhalb kürzester Zeit könnten mich die killen wahrscheinlich, wer da Plan hat. Aber das ist, krass. Einfach nur gigantisch. So, jetzt ist gleich hier alles tot. Ich stehe einfach mal, das ist jetzt eine ziemliche Noob-Taktik. Stehe einfach mal herum. Boah. Victory! Oh, es ist noch immer nicht zu Ende. Was? Double kill. Double kill? Was ist da jetzt los? Es ist noch immer nicht aus? Kann ich hier noch alles killen? Oh, jetzt ist man ziemlich stark und kann, wenn man Bock hat, da noch alles wegrotzen. Wow. Wow. Was für ein Moment. Ich fühle mich gerade, wow, als hätte ich ein Auto. Als hätte ich ein kleines schreiendes Baby von einem Auto weggeholt, indem ich das Auto einfach hochgehoben habe und, boah. Alter Schwede. 260 Kudos. Und hier 324 Erfahrung. Gewonnene Erfahrung. Oh mein Gott, Spieletrend, was hat er hier nur gemacht? Ich habe 96.000 Punkte, ich bin der höchste von den Schwächlingen hier. Boah, also jetzt hab ich mir wirklich alles Erdenkliche verdient, was man sich nach einem Spiel nur verdienen kann. Jetzt müsste mich das Spiel eigentlich massieren oder keine Ahnung was. Alter Schwede, war das eine Runde. Und ich habe mich sicher angestellt wie der letzte Hinterwäldler. Oh, ja, hier gibt es noch dann Koop mit Team, Standard, 1 vs. 1 Team, verschiedene Spielmodi und auch noch Überlebenskampf und andere Sachen hier, Survival. Oh mein Gott. Wow. Hier kann ich noch rumstellen.
Oh mein Gott, ich glaube, so lange hat noch kein Mensch auf dieser Welt für ein Spiel gebraucht. Es gibt ja auch noch irgendwo Quests. Oh, die habe ich jetzt alle geschafft. Hohe Stufe erreichen Sie. Stufe 10 einlösen. Was habe ich hier noch? Nutzen Sie die Energieschwertfähigkeit. Oh, zerstören Sie 10 Panzer. Ich habe ja so viel gemacht hier. Das heißt, zerstören Sie 20 Panzer. Das hätte ich auch geschafft wahrscheinlich, oder? Stats. Gespielte Zeit 1 Stunde 35. Oh, alter Schwede, alter Schwede. Abgeschossene Einheiten 1737 und das alles in einer Runde. Ich glaube, es geht nicht mehr ganz. Boah, jetzt brauche ich erstmal Pause. Werde noch ein bisschen üben, bevor ich dann wieder weitermache, dass ich dann hoffentlich in der nächsten Runde schon etwas besser bin. Aber ich habe gewonnen. Als größter Anfänger Noob in Ermac. Ich habe gewonnen. Krasses Pferd. Boah, jetzt brauche ich echt mal Pause und ordentlich was zu trinken und gehe ich erstmal feiern.